Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Es wird ernst bei mir. Ernst in dem Sinne, dass ich nun endlich in die Phase eingehe, wo der Bahnhof, den ich in den letzten Wochen so mit vielen, vielen kleinen Schritten gebaut habe, gesetzt werden kann, aufgesetzt werden kann, angebracht werden kann und so weiter und so fort. Hier vorne sehen wir jetzt die letzten Videos noch, was heißt hier vorne am Anfang des Videos meine ich natürlich, wie ich in der letzten Woche den Bahnsteig hier vorne gesetzt habe. Jetzt geht es um den hinteren Teil, um das eigentliche Gebäude, um das Bahnhofsgebäude und natürlich um die Nebengebäude, die dazu sind, was da für Schritte sind. Alles, was ich in der letzten Woche gemacht habe, möchte ich euch natürlich hier zeigen und damit recht herzlich willkommen bei Train Dreams. Jeden Freitag 16 Uhr versuche ich immer für euch da zu sein und so auch heute. Ja, ihr seht schon, ich habe das Ganze erstmal anpassen müssen. Das heißt anpassen, nicht aufsetzen müssen, gucken, wie ist die finale Stellung, wo kommt das jetzt eigentlich alles im Detail hin. Es ist zwar alles so dafür hergestellt worden, aber das Ganze jetzt aufzukleben ist eine andere Hausnummer, als das Ganze nur hinzustellen, zu probieren und zu machen, denn das ist final. Wenn ich nachher den Kleber aufgetragen habe, dann ist das final, dann kann ich ja nicht mehr allzu viel dran drehen. Dann kann ich nur noch irgendwo ja, alles abreißen, neu bauen, wie auch immer. Also muss ich doch irgendwo schauen, dass alles schön gesetzt wird, schön irgendwo an die Position hinkommt, wo es dann auch hinkommt. Dasselbe gilt natürlich auch für die Pünktchen, die ich gerade hier setze. Da kommen Laternen hin. Ja, da kommen 5 Laternen auf diese ganze Bahnsteigseite noch hin. Das Gebäude ist ja beleuchtet, ja, dass die Nebendächer sind beleuchtet, aber das reicht natürlich nicht. Das muss natürlich noch mit Laternen ausgeleuchtet werden. Vorne sehen wir natürlich auch 2 andere Laternen links und rechts. Das sind sie hier mit so einem gebogenen Hals. Hier hinten kommen jetzt andere Laternchen hin, gerade. Die passen zwar zum Stil, aber sie sind halt anders. Das würde mit den gebogenen Köpfen da gar nicht wirken irgendwie. Jetzt habe ich erstmal ausgemessen, wo kommt denn überhaupt das Loch hin? Das klingt jetzt ein bisschen albern, wenn ich das sage. Man sieht es natürlich nicht. Am Ende des Videos werden wir nachher nochmal dieses Modul hochklappen, gucken uns das von unten an. Und da werdet ihr sehen, dass das wohl überlegt sein will, wo da ein Loch durchgebohrt wird. Weil da geht ja die ganze Technik unten drunter lang hin. Da gehen die Antriebe von den Weichen durch und so weiter und so fort. Und deswegen hatte ich vorhin so mit dem Lineal so unter da. Unter Modul rumgestochert, zumindest optisch für euch. Hier seht ihr die kleinen Laternen. Das sind so kleine, ja, waren das mal Gaslaternen früher? Keine Ahnung, die haben ein wunderschönes Licht meines Erachtens. Das ist nicht allzu warm, aber doch ein warmweiß. Also schönes Licht. Ja, und das muss ich natürlich alles jetzt hier, oder habe ich positioniert, auch das Loch, wo die Gebäudelichter durchkommen. Jetzt habe ich nämlich hier mal ausprobiert am Hauptgebäude, wenn ich das Licht drin anmache, da ist es wieder relativ kühl, das Licht. Ob das unten denn rausscheint? Denn viele, die meine Videos schauen, ihr wisst, ich habe das ja selbst gedruckt, das Gebäude. Das heißt, das ist ja aus dem Resindrucker gedruckt worden. Und wenn das unten nicht ganz gerade ist, das Problemchen, was ich mal hatte, dann scheint das Licht unten raus. Na, wie sieht das denn aus? Kannst du ja nicht machen. Und hier steht das Gebäude tatsächlich nur bis jetzt unaufgeklebt an der Stelle, wo es hin soll. Und ihr seht, das ist ein wunderbares Licht. Da geht so diffus so ein bisschen, ja, hat das so rausgeschieden und sich nochmal auf den Bahnsteig dann hinge... Ja, wie sagt man denn, drauf geschieden halt noch durch die Fenster, ja. Und ich finde, das ist optimal, das sieht gut aus, da scheint nichts durch, das ist so ein diffuses Licht, dass es angenehm wirkt, ja, weil ich mag das nicht, wenn die Lichter in den Gebäuden zu hell sind und man hat da förmlich die Fenster wie Scheinwerfer, dass die da auf die Umgebung knallen, erleuchten oder erhellen noch alles, was ringsrum ist. Das geht meines Erachtens gar nicht, ja, deswegen schön dunkel alles gemacht, so wie man es eigentlich im echten draußen auch hat, wenn man da irgendwas hinbaut oder wenn man sich was anguckt, nicht hinbaut, wenn man sich irgendwas anguckt, da knallen ja auch nicht die Fenster. Natürlich geben die einen Lichtkegel ab oder wie auch immer, wenn es dunkel ist. Aber das macht es ja hier auch, aber alles in dem Rahmen, wo ich der Meinung bin, das passt irgendwo. Natürlich, ich bin selbst gespannt, wenn nachher alle Lichter ansehen, wie das aussieht. Ja, man hat zwar alles getestet, sagt, okay, das leuchtet, das funktioniert. Ja, aber wie das Gesamtambiente wirkt. Ich hatte es die letzte Woche schon mit Valentin geschrieben im Kommentar. Er schrieb eben, dass er da auch gespannt drauf ist, wie es aussieht. Ich sage, ich auch. Ich werde versuchen, so 2, 3 Lichtmodi unterzubringen. Das heißt, ich kann dann eben die Lichter, die Beleuchtung verschieden an- und ausschalten. Kennt ihr alle selber, macht ja wahrscheinlich ja die meisten auch. Also nicht nur Knipslicht an, alles leuchtet, finde ich nicht schön, sondern eben, dass man
ja, so bestimmte Lichtgruppen da anmachen kann, dass es irgendwie nett aussieht. Zum Beispiel mal nur das Gebäude mit den Nebengelass oder nur die Laternchen davor oder umgedreht. Dasselbe ist für den anderen Bahnsteig davor, dass eben auch nur das Dach unten drunter beleuchtet ist, die Laternen noch nicht an sind. Also Verdämmerungssachen, ihr wisst ja, oder viele wissen es ja, dass meine Modellbahn mit Dämmerungslicht und Nachtlicht ausgestattet ist. Da möchte ich natürlich, dass es eben entsprechend auch bei Dämmerung und bei Nacht verschieden aussieht. Und deswegen eben die verschiedenen Lichtstimmungen, die ich immer versuche, irgendwo unterzubringen. War auch beim Schrottplatz so, wer sich erinnert, oder bei irgendwelchen anderen Gebäuden, beim Steinbruch oder beim Holzlager. Ja, da versuche ich immer verschiedene Lichtmodi einzubauen, die ich dann auf meinem Stellpult, das verlinke ich euch übrigens mal oben, auf meinem Stellpult, was ich selbst gebaut habe, oder Steuerpult kann man fast sagen, eben alles verschieden anschalten kann und regeln und steuern kann irgendwo. Jetzt klebe ich die Laternchen ein, da brauche ich alles gar nicht so groß zu erzählen. Das seht ihr selber, wenn ich da irgendwas mache. Ich muss nur gucken, dass die irgendwo relativ gerade stehen. Ich sag mal, wenn da meine Laterne vielleicht nicht 100% gerade steht, auch nicht schlimm. Entweder kann man sie noch ein bisschen drücken oder wie auch immer, das passt schon. Wer mich kennt, weiß, dass die Laternen noch unbemalt sind. Das wird vor Ort gemacht. In der nächsten Woche kommen dann diese ganzen einzelnen Details ran. Das heißt, da werden die Laternchen bemalt, aber das Gebäude endlich mal gealtert, wie ich mir das vorstelle. Das mache ich alles vor Ort. Das heißt, in dem Fall setze ich den Bahnhof jetzt, wo er hinkommt, und dann wird alles so, was so extra Bemalungen angeht, nicht die Details, das habe ich ja alles schon gemacht, sondern eben die extra Bemalung, das wird alles noch dann vor Ort gemacht. Ihr seht jetzt, wie ich im Hintergrund die Kabel wieder mal verlege unterhalb des Bahnsteigs, denn auch der ist ja selbst gedruckt, habe ich ja schon gesagt. Der ist allerdings mit dem FDM-Drucker, also mit dem normalen Filamentdrucker gedruckt worden. Und ja, dadurch, dass ich die Kabel relativ gleichmäßig alle zur Mitte führe und dann relativ dick den Kleber drauf mache, das wird nachher Weißlein sein. Das habe ich bei meinem Bahnsteig ja auch vorne schon gemacht, das kennt ihr vielleicht. Und dadurch kann man den schön auswägen, wie sagt man, also den gerade machen halt, durch den Kleber, wenn er relativ dick ist. Wichtig ist immer von der Schluss zu dem Gleis, dass es entsprechend schön aufsitzt, eine bündige Seite hat und dann auch gerade ist. Aber dieser halbe Millimeter oder sagen wir mal ein Millimeter, was ich da so mit Kleber jetzt, das wird mit UV-Kleber, mache ich ja immer so in letzter Zeit, dann hat man ein kleines bisschen. Aber das ist alles gut, weil ich fixiere nachher den Bahnhof beim Anbringen. Das passt schon. Ich führe jedenfalls alles zu dem weißen Kreuz, was da so ein bisschen nochmal hinter meinem Daumengelenk zu sehen ist. Da trifft sich alles, denn da ist die eigentliche Bohrung nach unten durch das Hauptmodul durch. Dann so, dass es alles zentral da so aufgetragen wurde. Das fixiere ich da immer mal nach hier und da eine kleine Ritze irgendwo, dass es nicht so rumbaumelt. Aber wie gesagt, dadurch, dass nachher sowieso alles geklebt wird, ist das beinahe egal. Damit ich die Kabel alle ordentlich durchkriege, habe ich jetzt hier so ein aus alten Zeiten ein Trinkröhrchen, Strohhalm, hätte man ja fast gesagt, ne? Aus Plastik. Oh Gott, Schande über mein Haupt, das ist kein Papier. Na, egal. Ja, ist so. Ich bin froh, dass ich den noch habe aus Plastik, weil den brauche ich für solche Sachen. Ist ja schwer ranzukommen heutzutage an solche Sachen. Und ja, jetzt zeichne ich mal noch so ein bisschen die groben Umrisse des Bahnhofs aus, Bahnsteigs besser gesagt, dass ich den da mit Kleber dann unten schon mal voreinstreichen kann. Ihr seht es jetzt hier, da wird, also wird tatsächlich Weißleim genommen, das klebt bombenfest irgendwo. Und ordentlich satt aufgetragen, gucken, dass es, wenn ich es vorne aufsetze, nicht dann in die Gleise reinschmiert irgendwo nach hinten, ist mir das egal. Dann nehme ich dann mit einem, wenn der aufgesetzt ist, das zeige ich da nicht, dann nehme ich dann meistens einen etwas grobbürstigen Pinsel und dann kann ich so an den Kanten langfahren und dann entsprechend den Kleber verstreichen. Der wird durchsichtig zum Schluss und das ist alles gut, das kann man alles machen, ja, bloß eben, wenn es geht, nach vorne nicht in die Gleise rein, aber selbst da könnte man noch irgendwas lösen. Ich, wenn ich gesagt habe, fixieren, das ist tatsächlich so. Ich schraube den Bahnhof an drei Stellen einfach fest. Ja, wenn ich ihn jetzt links und rechts festgemacht habe, dann beult er an der Mitte so ein kleines bisschen auf. Deswegen habe ich mir da eine Holzleiste oder ein Holzstückchen aufgesetzt, dass ich nicht verletze, wenn ich da was mache, und haben auch da nochmal festgeschraubt, sodass der Bahnhof dann wirklich gerade ist. Ich habe das Ganze noch ausgemessen mit einem kleinen Wasserwaage. Da habe ich so einen Winkel mit einer Wasserwaage dran. Das habe ich euch jetzt nicht gezeigt, dass der halbwegs gerade ist. Also wie gesagt, übertreiben muss man das nicht. Aber so, dass der schön aufsitzt. Und das Ganze war natürlich jetzt übersprungen 24 Stunden. Und jetzt mache ich das Modul auf und jetzt sehen wir auch, was ich meinte. Da rechts guckt nämlich der
Strohhalm, das Trinkröhrchen raus. Und wie knapp das Ganze gesetzt ist, das sieht man da. Ja, ich bin da wirklich unmittelbar neben dieser Hauptader mit den Litzen durchgekommen. Das war aber eben, was ich gemessen hatte mit dem Lineal, was ich ja drunter gehalten habe, um dann eben die Kabel durchzukriegen. Die anderen sind oben weiter rechts, wenn man das sehen kann von hier aus. Aber da kommen wir noch ein bisschen detaillierter drauf. Da sehen wir es oben. Da kommen die von dem Bahnsteig durch. Und das hier unten, das, wo ich die Kabel jetzt schon schön hochziehe, das ist eben der große Teil des Bahnhofs. Um das Ganze jetzt anzuschließen, baue ich mir eine kleine Verteilerplatine. Das ist also eine relativ einfache Geschichte. Auf die Verteilerplatine setze ich natürlich auch gleich dann die Widerstände mit auf. Das Ganze wird dann schön verlötet. Und ja, man sieht es jetzt hier schon. Und da kommen eben direkt dahinter dann noch die Widerstände gleich rein. Das Ganze baue ich zweimal. Einmal in größer. Das ist dann eben für die sogenannte 1-Steuerung bei mir. Das ist also die gesamten Lichter, die auf meinem Kanal 1 bei meinem Stellpult liegen. Und das Ganze wird noch ein bisschen kleiner gemacht. Das zeige ich euch in der nächsten Woche. Und dann kommen eben die ganzen Details noch in der nächsten Woche dran. Da zeige ich euch dann noch die Steuerung für die 2. Das ist alles eine ganz einfache Geschichte. Aber ich finde, das ist viel, viel sauberer zum Arbeiten. Es macht auch viel mehr Spaß, so zu arbeiten. Und ja, damit verlasse ich euch. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Schaut euch eins von diesen beiden Videos hier oben noch an. Das passt wunderbar zum Thema. Und es hilft mir natürlich und meinem Kanal und natürlich den Algorithmus. Den freut sowieso, weil er da mein Video öfter vorschlägt. Schreibt was Nettes in die Kommentare, gebt ein Däumchen hoch, wie auch immer. Der ganze Schmus zum Ende, den kann ich mir fast sparen, weil der ist fast selbstverständlich. Macht's schön gut, bis nächste Woche, euer Olli. Tschüss.